Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Topliste. Und zwar dieses Mal zu den 10 besten Synchro-Monstern, die wir derzeit haben. Und ich muss sagen, da kommen wirklich einige Karten in Frage. Verbotene Karten logischerweise nicht, ne? Die lasse ich wie immer raus. Aber wir haben sehr, sehr gute erlaubte Synchro-Monster. Beispielsweise coole Negation-Boss-Monster, Handloop-Karten, Massenzerstörungen und so weiter. Also wir werden heute einige sehr, sehr starke und auch teilweise unfassbar generische Boss-Monster sehen, die man bis heute gut in Deck spielen kann. Und die 10 besten habe ich quasi rauskristallisiert, von daher seid gespannt. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wir haben quasi auch schon in den letzten paar Monaten immer mal wieder diverse Synchro-Stufen behandelt, quasi einzeln. Und das hier ist jetzt quasi letztlich die ultimative Top-Liste, die alles zusammentragen soll. Und dass halt vor allem die bekannten Synchro-Stufen krass vertreten sein werden. Ich denke mal, das ist jedem klar, ne? Weil Stufe 7 und Stufe 8 sind halt einfach mit die besten Synchro-Stufen, die es gibt, letztlich. Weil das auch die am meisten vertretenen sind. Aber gut. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ihr könnt mir auch gerne weitere Ideen schreiben für kommende Toplisten, die ich mal machen soll. Ich bin für alles offen und am Ende des Videos werde ich quasi wie immer die nächste Topliste ankündigen. Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit Platz 10. Und ich würde sagen, wir starten heute mit Yahtzee. Und diese Karte hier ist eine Yangxing-Karte, die ich normalerweise niemals in so eine Topliste aufnehmen würde. Aber heute, ja, es ist etwas anders, weil diese Karte hier ist recht relevant geworden in den letzten Monaten. Denn man kann mit ihr quasi Mare Mare beschwören, wenn man Going Second geht, um in OTK-Plays zu gehen. Weil Mare Mare kann man sehr leicht transformieren in Boreal Sword und in weiteren Spam, beziehungsweise einfach, ja, in hohe Schadenszahlen. Und das bedeutet, Yangxing Yahtzee wird auf jeden Fall immer interessanter, gerade auch für Spam-Decks, um halt einfach Going Second eine Menge machen zu können. Es gibt halt heutzutage viele Decks, die quasi First Turn einen gewissen Plan haben. Die wollen beispielsweise 3-4 Negation-Monster aufbauen. Aber wenn sie Going Second gehen, haben sie einen anderen Plan, und zwar stumpfes OTK. Weil jedes Deck, was wirklich viele Ressourcen rausbekommt, kann auch in gewisser Weise OTKs bauen, weil Boreal Sword ist so generisch, wie man sich's nur vorstellen könnte. Und über Yahtzee und über Mare Mare ist es halt prima machbar, von daher benutzt man gerne den generischen Yahtzee, um mal diese Plays zu machen. Ich denke, gerade deswegen muss man Yahtzee auf jeden Fall auszeichnen und jedes andere Synchro-Monster, was ich heute nicht mal mit aufgenommen habe, erreicht diese Relevanz aktuell einfach nicht. So Karten wie beispielsweise Ogerdrache der Leere haben gerade einfach nicht so krasse Einsatzgebiete wie der Yahtzee, von daher kommt Yahtzee heute auf Platz 10, obwohl die Karte eigentlich von einem Themendeck ist. So kann's laufen. Wenn halt der Support stimmt und ein Mare Mare existiert, der ein sehr gutes Würmmonster ist, was Tokens generiert, dann lohnt sich das Ganze ganz schnell mal. Doch als nächstes würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu Ignista Prominence und ich muss sagen, diese Karte hier kann ich nur sehr schwer bewerten, weil diese Karte hier ist halt nicht generisch. Die ist halt einfach eine Pendel-Support-Karte und das war's dann auch schon. Klar, dort ist sie sehr gut, keine Frage, die ist auch auf 1 limitiert, aber ich darf es nicht übertreiben. Ich denke, über Yahtzee kann man die Karte schon platzieren, aber die Karten, die jetzt noch kommen werden, sind einfach schon seit Jahren teilweise extrem gute Staple-Karten oder einfach beispielsweise Negation-Boss-Monster. Und dagegen kann Ignista Prominence nicht wirklich was entgegensetzen, von daher muss ich sagen, Platz 9 ist ja das höchste der Gefühle. Das war schon sehr nett von mir eigentlich, weil, naja, wie gesagt, eine Generischkeit fließt mit ein und da ist Ignista einfach sehr eingeschränkt. Und somit geht der 8. Platz heute an den Scarlight und diese Karte hier kann alle gespecialten Monster schießen, die schwach sind. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. Diese Karte hier ist komplett generisch und wenn man den Platz für sie hat, spielt man sie halt wirklich häufig, bis heute. Ich meine, das ist halt einfach quasi ein raussuchbares Raigeki so ein bisschen. Du musst die Karte nicht ziehen, du kannst sie bauen, wann du möchtest. Und dann kannst du einfach so die Monster des Gegners über den Haufen ballern. Du kannst beispielsweise erstmal die Monster killen, die den Scarlight annullieren würden. Dann machst du Scarlight beispielsweise in der Main-Phase 2 meinetwegen, schießt den Rest weg und hast das Board quasi geoutet und kannst dann selbst irgendwas anderes aufbauen, was beispielsweise noch Negations hat oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und diese Karte hier hat auch noch ein bisschen Burn-Schaden, was immer ganz nett ist. Ich denke, Scarlight ist auf jeden Fall bis heute ein sehr schöner Removal, der komplett generisch ist. Und halt wirklich in vielen Decks spielbar. Ich denke, Platz 8 ist sehr fair. Doch noch einen Ticken besser ist halt einfach die Karte Black Rose Dragon. Ich denke mal, das ist jedem klar, weil diese Karte hier schießt einfach das gesamte Board. Mehr will die Karte nicht machen. Die schießt sogar sich selber. Man muss sagen, diese Karte hier hat noch einen Pflanzensupport-Effekt, der aber vollkommen egal ist, weil ganz ehrlich, wer spielt Pflanzendecks? Aber dieser reine Removal, das ist schon krass. Es gibt eigentlich kein anderes generisches Monster, was man so leicht bauen kann, was einfach ganz simpel das gesamte Board sprengt. Alles resettet.
Wenn der Gegner beispielsweise 4-5 Feilenkarten hat und er verliert die alle an Black Rose, hat er instant verloren. Und wenn die Karte wegnegiert wird beispielsweise, ist das auch nicht schlimm. Man kann quasi hiermit einfach eine Negate gezielt rausbaiten und dann seine anderen Plays machen, die halt einfach noch gefährlicher sind. Kann ja durchaus mal passieren. Ich denke, dass Black Rose Dragon durchaus eine sehr, sehr starke Monsterkarte ist, bis heute. Die Frage ist halt nur, ob so Karten wie Scarlight oder Black Rose noch in allen Decks Platz finden. Gerade halt wegen den Link-Monstern wird es immer schwieriger vom Platz her. Und deswegen fliegen die manchmal noch raus, aber ich denke, über Gnister können die schon stehen, weil wie gesagt, der Gnister ist halt null generisch und macht nur was in Pendeldecks, die auch gerade nicht Top-Meter sind, von daher, ich denke, es ist fair so. Aber die Karten, die jetzt noch kommen werden, die fliegen eigentlich gar nicht mehr raus, weil die schon sehr, sehr krasse Effekte haben teilweise. Und da kommen wir jetzt natürlich noch zu Trishula, wirklich das klassische Synchro-OP-Monster. Diese Karte darf einfach so eine Karte banishen aus der Hand des Gegners, aus seinem Board und aus seinem Friedhof. Und das geht einfach plus. Der Gegner verliert Handressourcen, was mit kaum einer erlaubten Karte überhaupt möglich ist. Man kann die gefährlichste Karte des Gegners hart removen, die er gerade kontrolliert, und er verliert Grave-Material. Alles durch einen Effekt. Und wenn er irgendwo keine Karte drin liegen hat, ist es auch egal, der Effekt geht trotzdem durch. Beim Necros-Trishula war es so, dass der Gegner wirklich überall auch eine Karte haben musste, damit der Effekt funktioniert hat. Und das ist hier nicht so, was sehr, sehr angenehm ist. Die Karte war Ewigkeiten verboten und dann ging sie auf 1. Und sie war wirklich mega krass im Hype. Jedes Deck, das die Karte irgendwie beschwören konnte, hat die gespielt und die hat wirklich extrem viele Spiele gewonnen, auch in Meta-Bereichen teilweise. Und naja, dann ist halt so ein bisschen der Hype verloren gegangen, weil die Decks, die relevant waren zu der Zeit oder die jetzt gerade relevant sind, nicht mehr so leicht auf der Schulter gehen können, was aber ein Zufall ist. Das liegt nicht daran, dass diese Karte hier irgendwie mega schlecht geworden ist oder so. Die ist vielleicht ein bisschen schlechter geworden, aber nicht viel schlechter. Aber es gibt halt gerade einfach nicht so viele Einsatzgebiete, um auf Stufe 9 zu kommen bei Synchro-Plays. Ich meine, die Karte wird auch gebaut aus 3 Monstern. Das kann nicht jedes Deck bauen auf diese Art und Weise. Und von daher ist diese Karte hier jetzt auf 3 gegangen, aber sie ist immer noch sehr spielstark, keine Frage. Und es sind sogar teilweise halt Handoffs wieder möglich. War damals schon machbar und heutzutage ist es auch wieder möglich, aber naja, ist es halt nicht gefährlich, ne? Also unfair ist was anderes. Spielstark ist die Karte trotzdem, ich denke Platz 6 ist hier drin. Aber jetzt kommen wir endlich mal zu den Negation-Boss-Monstern, von denen ich schon so viel geredet habe. Und da beginnen wir mit F.A. Dawn Dragster. Man muss sagen, das F.A.-Deck-Thema ist wirklich verdammt schlecht. Es ist halt einfach nur ein Fun-Deck. Und es hat kaum eine Fanbase, es ist wirklich traurig. So ein Rennsport-Deck-Thema könnte ja eigentlich ganz cool sein, ne? Also wieso nicht, aber irgendwie interessiert es keinen. Wie auch immer. Dieses Thema hier ist wirklich unbekannt, aber diese eine Karte, die kennt jeder. Bei der Dawn Dragster ist eine Negation gegen Zauber- und Feilenkarten. Was willst du mehr? Die Karte ist komplett generisch und wird einfach aktuell in sehr vielen Spandex gespielt als ein mögliches Bossmonster. Es gibt bessere Synchro-Negations, die wir gleich noch sehen werden, aber der Dawn Dragster muss auf jeden Fall heute in der Top 5 landen, weil er einfach Effekte negieren kann. Ich meine, welches Spam-Deck will sowas nicht gerne aufbauen? Es findet sich einfach immer ein Einsatzgebiet für solch generische Karten, die Effekte negieren können. Von daher auf jeden Fall Platz 5. Und die Karte ist auch aktuell auf jeden Fall relevanter als ein Black Rose Dragon oder ein Trishula, weil die aktuell, wie gesagt, nicht immer reinpassen bzw. nicht immer ein Einsatzgebiet haben. Aber so eine generische Karte, die einfach stumpf eine Zauber- oder Fallenkarte negieren kann, wie soll die alt werden? Die wird wahrscheinlich immer eine gewisse Relevanz haben. Das ist schon ganz stabil. Aber noch ein bisschen besser ist in meinen Augen der Crystal Wing, der halt einfach Monstereffekte negieren kann und Decks, die hohe Stufen haben, im Alleingang besiegen kann. Das ist schon teilweise ziemlich böse. Man muss sagen, der Crystal Wing ist aber dafür auch nicht so günstig, ne? Die Karte muss gebaut werden aus einem Synchro-Non-Tuner-Monster, um genau zu sein. Und es kann teilweise nervig sein, aber es gibt so viele Decks, die das heutzutage ohne Probleme hinbekommen, dass ich diese Karte hier trotzdem in vielen Decks finden würde und da macht sie auch einen sehr guten Job, ne? Und ich meine, so eine Monster-Negation, die nimmt man sehr gerne mit. Das Ding ist halt einfach, der F.A. Dragster hat halt einfach Konkurrenz von der nächsten Karte, die wir gleich sehen werden, und zwar vom Naturia Ungeheuer. Aber der Crystal Wing hat schon so ein bisschen halt einfach sein eigenes Einsatzgebiet, das auch nur er macht. Und deswegen muss man die Karte, denke ich, auf Platz 4 platzieren. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen. Ich finde die Karte ein bisschen besser als den F.A. Dragster. Und naja, Freunde, ich habe es eben schon gesagt, wir haben jetzt das Naturia Ungeheuer und diese Karte darf einfach so unendlich viele Zauberkarten negieren. Was zur Hölle, das ist komplett unfair. Die Karte ist leider nicht generisch und muss gebaut werden aus Elemonstern, aber das ist auch gut so, denke ich. Ich meine, wenn die Karte generisch wäre und in jedem Deck wäre, ja, das glaube ich nicht so gesund fürs Spiel.
Es gibt ja Decks, die einfach ohne Zauberkarten nichts tun können. Und ja, die kann der Tori ungeheuer sofort besiegen. Beispielsweise Sky Striker oder so. Was wollen die tun? Die spielen quasi nur Zauberkarten im Deck und drei Monster gefühlt. Das ist schon sehr bitter, wenn das passieren sollte. Und sehr viele Spam-Decks versuchen halt heutzutage über so Karten wie Glow-Up-Bulb oder Head-Trigger an Nutbeast ranzukommen und dann damit einfach den Gegner ja, zu lockdownen, ohne dass er irgendwas tun kann. Die Karte ist halt wirklich Elfa Dragster auf etlichen Steroiden und deswegen auf jeden Fall Platz 3. Aber sie ist nicht generisch, von daher, naja, nicht Platz 2 oder 1. Insofern muss ich sein. Ich denke, es gibt noch zwei Karten, die besser sind letztlich, aufgrund der höheren Generischkeit. Und da kommen wir jetzt zunächst mal zu Psyframe Lord Omega auf Platz 2. Und diese Karte hier klaut einfach Handkarten. Wenn die Karte auf 3 wäre, wären Handloops heutzutage gar kein Problem. Und deswegen muss die Karte auf jeden Fall bitte immer auf 1 bleiben. Die darf nicht auf 3 gehen, das wäre so unfassbar nervig. Und die Karte ist halt wirklich stabil. Die hat 2-8 und kann quasi jederzeit vom Feld gehen, um sich selbst zu schützen. Da kommt sie eine Runde später wieder. Und wenn sie gehen sollte, nimmt sie einfach für eine Weile eine Handkarte mit vom Gegner, die er dann nicht mehr nutzen kann für einen sehr bedeutsamen Zeitraum. Von daher, wenn man die Karte dreimal beschwört und dann vielleicht sogar noch irgendwie Trishulas beschwört, hat der Gegner einfach gar keine Hand mehr und kann nicht spielen. Und solch starke Effekte muss ich auf jeden Fall belohnen. Diese Karte hier ist komplett generisch und deswegen auf jeden Fall Platz 2. Aber der erste Platz geht heute ein weiteres Negation Boss Monster. Und das ist wohl aktuell das beste Synchro Monster, was es mittlerweile gibt. Und das ist halt einfach der Savage Dragon. Und da muss man sagen, diese Karte hier ist Power Creep auf dem höchsten Level. Die Karte negiert einfach alles und dafür muss sie einfach ein Link-Monster an sich anhängen vom Friedhof aus. Und deswegen muss ich sagen, hat halt der Crystal Wing schon noch so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Ich meine, der kann nur Monster-Effekte negieren, aber der braucht halt keine Link-Monster, mit denen er zusammenarbeiten muss. Das bedeutet, der Crystal Wing ist etwas alleinstehender als beispielsweise so ein F.A. Dawn Dragster, der von der Toria Ungeheuer einfach komplett in den Schatten gestellt wird. Deswegen würde ich sagen, kann man diese Platzierung von diesen Negation Boss Monstern, denke ich, so hinnehmen. Aber Savage Dragon ist auf jeden Fall hier Platz 1, das ist ganz klar. Der kann alles negieren, der hat 3000 ATK, pusht sich sogar noch weiter. Und es ist schon wirklich Power Creep auf dem höchsten Level. Ich denke, das kann man nur so sehen. Ich denke, da kann man noch nicht wirklich drüber diskutieren. Aber ich würde sagen, das war es auch schon mit der heutigen Topliste. Doch ihr wisst Bescheid, Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute erwähnt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und da würde ich sagen, werde ich jetzt mal wieder die nächste Topliste ankündigen. Und zwar wird die sich drehen um die 10 besten Monster, die über Effekte direkt angreifen können. Und das wird auf jeden Fall lustig, ne? Es gibt so Karten wie beispielsweise das gesamte Watt-Deck-Thema, wir haben Herzlanddrache, wir haben Legul. Okay, der ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber naja, seid erfinderisch, schlagt mir gerne Karten vor. Ich denke, das wird ganz cool. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, schaut auch gerne vorbei bei meinem Sponsor Lotte Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.